Hallo da draußen, in diesem Video von Orange and Black wollen wir uns mal angucken, wie wir unser Android-Handy als Tastatur und Maus für unseren PC benutzen können. Das funktioniert auf einem ganz normalen Windows-PC und einem Mac und sogar auf einem Linux-Rechner. Als erstes brauchen wir dafür logischerweise eine App auf unserem Handy, und zwar benutzen wir die App Remote Droid von Joshua Sera, die ihr natürlich im Google Play Store findet und euch kostenlos herunterladen könnt. Es gibt auch eine Pro-Version, aber die hat keine wesentlichen Features mehr als die Free-Version. Wir können also problemlos die Free-Version benutzen, da die eben, naja, free ist, kostenlos. Um natürlich unseren Rechner jetzt fernsteuern zu können, also mit eben der Tastatur und der Maus, brauchen wir darauf sozusagen noch einen Server, auf dem sich hier diese Client-App einloggen kann. Das klingt allerdings wichtiger als es ist, oder ich sag mal schwerer als es ist. Dafür gehen wir einfach auf www.remotedroid.net und können uns hier die Server-Applikation herunterladen. Da müssen wir auch nichts installieren oder so. Das ist eine Java-Datei, deshalb müssen wir auch Java installiert haben. Bei den meisten von euch dürfte das eh schon der Fall sein. Falls nicht, könnt ihr einfach auf java.com gehen und euch hier kostenlos Java herunterladen und dieses dann installieren. Gut, wir klicken also hier auf diesen grünen Button hier, Download Server App, und können uns hier jetzt so ein ZIP-Archiv herunterladen. Ich klicke jetzt mal auf Abbrechen, weil ich das schon gemacht habe. Und es befindet sich hier auf meinem Desktop. Daraus entpacke ich dann hier diesen Ordner. Einfach auf den Desktop ziehen. Habe ich jetzt auch schon gemacht. Und hier drin in diesem Ordner finden wir jetzt drei Dateien. Diese oberen beiden, diese README-Datei und diese BAT-Datei, sind für uns jetzt erst einmal unwichtig und werden es auch später sein. Uns geht es hier nur um die JAR-Datei. Die können wir jetzt nämlich einfach mit einem Doppelklick ausführen. Zumindest wenn wir Java installiert haben. Was wie gesagt der Fall sein sollte. Und das hier ist jetzt unser Server, den können wir gleich natürlich noch verkleinern. Hier unten bekommen wir eine kleine Anleitung. Dieses Handy hat jetzt hier so eine mechanische Tastatur. Das brauchen wir nicht. Das geht auch ganz prima mit der digitalen Tastatur, wenn man eben eben kein Handy hat, was so eine mechanische Tastatur hat. Hier oben steht jetzt eine IP-Adresse, und das ist die IP-Adresse, auf die wir zugreifen müssen, um auf den Server zuzugreifen. Wenn wir hier nochmal zu diesem Bild gehen, zu diesem Screenshot, was ich von dem Handy gemacht habe, dann können wir jetzt hier sehen, wenn wir die Remote Droid hier gestartet haben, dass wir hier so ein kleines Fenster haben, auf dem steht Enter your IP address below. Das machen wir auch, also wir tragen diese IP-Adresse einfach hier ein und dann können wir schon auf Connect klicken. Das müssen wir nur beim ersten Mal machen. Wenn das dann einmal eingetragen wurde, steht diese IP-Adresse hier schon automatisch drin und wir müssen nur noch Connect drücken. Falls wir mehrere IP-Adressen benutzen wollen, werden die, nachdem wir sie eingetragen haben, hier auch unter Recently Used Hosts einfach eingetragen, sodass wir dann später drauf zugreifen können. Gut, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, wir haben diese IP-Adresse hier eingetragen und dann auf Connect geklickt. Dann bekommen wir nämlich dieses sehr, sehr schlicht gehaltene Fenster hier. Diesen roten Bereich, ich hoffe, das ist alles groß genug, um das zu erkennen. Den roten Bereich können wir als Touchpad benutzen. Ganz normal wie auf jedem Laptop. Und ja, wir klicken also mit einem Finger irgendwo hin. Ja, wir drücken da den Finger drauf. Und dann können wir, indem wir ihn meinetwegen nach rechts unten ziehen, damit die Maus eben auch nach rechts unten bewegen. Ich denke, das ist so intuitiv, wie es sein kann. Ja, klicken können wir, also Linksklick zumindest können wir machen, indem wir einfach auf dieses Touchpad draufklicken, wie eben bei jedem Laptop auch. Natürlich haben wir hier unten nochmal eine Linksklick-Funktion und hier rechts noch eine Rechtsklick-Funktion. Einfach draufklicken und dann wird eben ein Rechtsklick ausgeführt. Interessant ist hier noch dieser kleine grüne tastaturförmige Button hier unten. Wenn wir auf den klicken, bekommen wir hier unsere digitale Tastatur nochmal angezeigt, können dann also auch tippen. Also wenn wir irgendwie dann in ein kleines Textfeld reingetippt haben, hier mit unserer Maus, können wir dann auch dieses füllen, indem wir die Tastatur benutzen. Ganz normal, als würden wir auch auf unserem Handy schreiben, beziehungsweise auf unserer richtigen Computertastatur. Das war's auch schon von diesem schnellen Video. Ansonsten würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video von Orange or Black. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert uns doch.